Was soll ich nur schenken, könnte ich diese Mini-Episode auch nennen. Denn diesmal geht es um inhaltsvolle Kleinigkeiten aus meinem Shop. Ich stelle dir meine 12 Impulse und meine Postkartensets kurz vor. Und vielleicht ist das ein oder andere auch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk an Kunden, Kollegen, Mitarbeiterinnen oder andere liebe Menschen in deiner Umgebung. Schau dich gerne in meinem Shop um, da gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zurkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Servus, liebe Zukunftsbauer. Eine neue Episode von Bau dir deine Zukunft. Und diesmal geht es um Impulse verschenken. Wir sind ja schon wieder kurz vor Weihnachten und wie jedes Jahr fragen wir uns, was verschenke ich denn? Und ich glaube, gerade dieses Jahr ist es wertvoll, Impulse zu verschenken. Und ich habe kürzlich eine große Bestellung für meine Postkartensets gekriegt und meine 12 Impulse. Und die Bestellerin schrieb mir, Mensch, Frau Zurkowski, Sie müssen viel mehr für Ihre Sachen werben. Die sind so toll und keiner weiß es. Und da dachte ich mir, stimmt das jetzt? Und wahrscheinlich stimmt es, weil ich bewerbe es nicht großartig auf meiner Website. Und Seminare gebe ich im Moment ja auch keine und so weiß es wirklich fast keiner. Deswegen habe ich es jetzt mitgebracht und habe entschieden, okay, wenn das so ist, dann nutze ich jetzt einfach mal meinen Podcast, um vorzustellen, was ich habe. Also es gibt eben die 12 Impulse für die gute Zukunft. Da ist jeden Monat ein Tipp drin, da kann man ein Arbeitsblatt runterladen etc. Und übrigens kann man sich die 12 Impulse auch als E-Mail-Newsletter bestellen, sodass man jeden Monat angeregt wird. Das tue ich selbstverständlich schon mal in die Links mit rein. Ja, und dann habe ich einmal Impuls-Postkarten-Sets. Da sind 10 Postkarten drin mit unterschiedlichsten Zitaten und Sprüchen. Und illustriert hat das alles die wunderbare Künstlerin Andrea Ernst. Sowohl in den 12 Impulsen, also das kann man auch mal sehen, als auch meine Postkarten-Sets. Und gekommen ist das, weil sie mal in einem meiner Future-Zooming-Kurse gesessen ist, ganz am Anfang. Und da sagt sie, ich würde so gern mal dein Workbook illustrieren. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Idee. Und daraus ist ein Postkarten-Set entstanden mit also ganz unterschiedlichen Sprüchen drauf und ganz schönen Illustrationen, wie gesagt. Ich werde dir auch nach und nach mal vorstellen, was da so draufsteht und wie es gemeint ist. Den mag ich zum Beispiel sehr gern. Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten. Oder einer meiner Lieblingssätze lautet auch, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Also es sind Impulse, die man gut für kleines Geld verschenken kann. Und neben dem Ganzen gibt es auch noch ein Visionspostkartenset, das habe ich auch mal mitgebracht. So, raschel, raschel. Und ja, hier steht möglicherweise einer der wichtigsten Sätze überhaupt, nämlich die richtige Zeit, um Träume anzupacken, ist immer jetzt. Und da kann ich gleich mal fragen, wann hast du zuletzt an deinen Träumen gearbeitet? Wenn es schon lange her ist, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Oder wenn du jemanden ermuntern willst, dass er das jetzt endlich mal anpacken soll, was er schon die ganze Zeit getan hat, dann sind das eben 12 Karten, also quasi auch für jeden Monat eine, wenn man so will, wo man ein richtig schönes Geschenk draus machen kann. Ich verlinke das alles, wo du das dann findest. Und ich bin ja nicht so der Oberwerber in meinem Podcast, deswegen soll es jetzt auch gut sein damit. Vielleicht hat es dich angeregt, vielleicht auch inspiriert und ich täte mich freuen, wenn das ein oder andere oder wenn der ein oder andere Mensch dir einfällt, den du damit inspirieren magst, auch im Geschäftsleben. Ganz häufig habe ich auch Kunden, die sagen, das ist eine tolle Sache für meine Mitarbeiter, bevor ich irgendeine Schokolade verschenke, verschenke ich lieber mal so ein schönes Postkartenset. Das kann man sich hinstellen und da kann man sich anregen lassen.
Ja, ich habe mich jetzt getraut, mal dafür zu werben. Das ist für mich neu. Aber why not? Neue Zeiten dürfen auch neue Impulse bringen. Und dazu gebracht hat mich eben eine Kundin, die gemeint hat, ich werbe zu wenig dafür. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche und vielleicht noch einen Hinweis, wenn du zu wenig für dich wirbst, wäre es vielleicht jetzt gerade mal der Augenblick, es mir nachzumachen. In diesem Sinne, hab eine gute Woche. Bis bald, die Silvia. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.